Hallo Leute, ich bin's die Lu und heute habe ich mal wieder was Internationales für euch. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute bin ich mal wieder an meinem wunderschönen See. Es geht aber tatsächlich diesmal nicht um einen Scotch oder um einen deutschen Whisky, sondern heute habe ich was aus Europa für euch. Und zwar einen tschechischen Whisky. Ich hatte das tatsächlich gar nicht so auf dem Schirm und ich glaube, so lange gibt es auch noch nicht tschechischen Whisky. Ich bin ganz gespannt. Es ist ein Goldkock. Goldener Hahn. Sieht man schön am Etikett, ist oben ein goldener Hahn drauf. Es handelt sich um einen Czech Whisky, einen Single Malt, peated. Freut mich ganz besonders natürlich. Wir haben 49,2%, also schon ordentlich, auch ein bisschen Alkohol dabei. Non-chill-filtert und non-colored. Und er hat eine wunderschöne dunkle Farbe. Also dafür, dass er nicht koloriert ist, ist er sehr dunkel in der Farbe. Das freut mich auf jeden Fall. Genau, steht hier hinten noch, viel steht nicht drauf. Es steht noch drauf, Fibropsche. Ich kann kein Tschechisch. Hergestellt von Rudolf Jelinek in Vizovice. Ich kann ja mal auf einer Karte gucken, wo das ist. Und hier steht noch Dovočka Pre. Rudolf Jelinek. Keine Ahnung, was das bedeutet. Aber es steht dann auf jeden Fall Slowakia, Slovenska Republika. Vielleicht irgendwie vertrieben über, abgefüllt in. Vielleicht abgefüllt in. Also er scheint in Tschechien hergestellt und woanders abgefüllt zu sein. Ich blende euch einmal die fachkundige Google-Übersetzung im Nachhinein ein. Ich kann das hier leider nicht googeln, weil ich hier kein Netz habe. Und das hat mich beim ersten Öffnen, ich habe ihn schon mal getrunken, vor 2 Tagen abends, das hat mich so ein bisschen erstaunt, verwundert, erschreckt im ersten Moment und jetzt gerade schon wieder, wie ihr vielleicht gesehen habt. Er hat einen Glaskorken. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Also er ist oben mit Holz und dann das Korken, der Kork ist aus Glas. Und dann hat er noch so Gummi dran, also der hält auf jeden Fall auch dicht. Ich habe den gerade mit meiner Tasche hier durch die Gegend geballert und nicht ausgelaufen, wie der Sachse sagen würde. Diese Farbe ist echt geil. Ich möchte anmerken, dass ich inzwischen ein richtiges Glas hier habe. Ein kurzstieliges Glenkern mit weitem Bauch. Wie der fachkundige Whisky-Trinker sagen würde. Genau, ich habe nicht so wirklich eine Ahnung, was dieser Glaskorken bewirkt. Wenn das jemand von euch weiß, kann er das ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Und ich werde mich zum nächsten Video mal dazu belesen, was denn so ein Glaskorken für einen Vorteil hat im Vergleich zu einem normalen Korken. Aber ich kann mir vorstellen, es ist vielleicht hygienischer, es geht weniger Whisky verloren, weil Kork ist ja ein Naturprodukt. Es ist vielleicht dichter, vielleicht verhindert es auch die Oxidation, das war ja echt cool. Wir werden sehen. Aber jetzt gibt es erstmal ein bisschen Goldkork peated auf die Nase. Also der hat was, so das allererste, was mir in den Kopf springt, ist was sehr Fruchtiges. So helle Früchte, so in Richtung Pfirsich, Aprikose, Apfel, ja, so wie so ein saurer Apfel, so die grünen Äpfel. Schon fast so ein bisschen in Richtung Zitrone, Limette, aber nur so ganz leicht, so was leicht Säuerliches. Das kann auch kommen, weil der hat so eine sehr dezente Rauchnote. Die hängt so, die wabert auf jeden Fall rum, also es ist Rauch da, aber eher so aschig, weniger jetzt erdig oder sowas. Und
Das vermischt sich so ein bisschen mit diesem säuerlichen in so eine salzige Richtung. Irgendwie so in dieses. Und ich habe wieder so ein kleines bisschen tatsächlich dieses Zedernholz oder so Pinie oder so, dieses frisch geschnittene Nadelgehölz in der Nase. Das habe ich tatsächlich öfter, ist mir aufgefallen. Bei so peated Whiskys, die vor allem auch ein bisschen jünger sind und so. Ganz stark hatte ich das ja bei dem einen Gilors, bei dem jüngeren, der schon sehr, sehr alt ist inzwischen. Da hatte ich das ja ganz stark und ich habe gemerkt, ich habe das öfter mal bei so jungen, rauchigen Whiskys irgendwie, dass da so diese Zedernnote für mich durchkommt. Schlägt aber vermutlich auch so ein bisschen in diese sauer-salzig-Kerbe mit rein. Slange. Boah. Ich habe nur Rauch im Mund. Ich warte mal, ob da noch was anderes kommt. Also auf den ersten Schluck. Kann vielleicht auch am Alkoholgehalt liegen. Der tut ja immer erstmal schön alles ein bisschen ausbrennen, sag ich mal. Deswegen wird zum Beispiel gern irgendwie bei Tastings davor so ein kleiner, leichter Starter getrunken oder so. Also ist auch zum Beispiel, wenn ihr sehr hochprozentige Whiskys probieren wollt, ist es durchaus eine Empfehlung, als Einsteiger, als Starter wirklich mit irgendwas 40% leicht im Geschmack irgendwie anzufangen und damit quasi einfach so ein bisschen sich aufzuwärmen oder vorzutrinken, damit man einfach den Mund so ein bisschen an den Alkohol gewöhnt. Weil jetzt, es sind nur 49%, aber sie sind schon gerade in Kombination mit dem Peat sehr präsent gewesen jetzt in meinem Mund. Also ich habe jetzt wenig anderes geschmeckt. Man muss natürlich dem Whisky auch immer noch einen zweiten Schluck gönnen und. Aber gerade wenn es der erste Whisky an einem Abend ist, ist das wirklich so eine ganz gute Variante. Ich nehme dafür auch unglaublich gerne zum Beispiel Tullamore, weil es halt einfach eine leichte Möglichkeit ist, Whisky zu trinken. Und ihr wisst, dass ich Tullamore liebe. Also wer auf meinem Instagram-Kanal unterwegs ist, der wird sehen, dass ich auch ganz oft Sachen von Tullamore teile. Mein Lieblingscocktail ist ein Tully Tonic. Ich mag den Whisky einfach. Also passt nicht ganz so in dieses Single Malt Peathead Scotch Whisky Portfolio, was ich eigentlich liebe und trinke. Aber der sticht auf jeden Fall in meinem Favoritenregal heraus. Ja. Genau, also ich hatte jetzt hier erstmal, kommen wir zurück zum Goldcock, sehr viel Rauch. Und der Rauch war sehr. Auf der einen Seite war er aschig, aber er war nicht so trocken. Also mein Mund war jetzt nicht komplett ausgetrocknet und so wie mit Asche belegt. Also das war nicht der Fall. Es ging aber sehr in diese bissige Richtung, fast schon in dieses Phenolige, was man so bei Laphroaig hat. So in diesen Laphroaig-Rauch ging das rein. Es ist übrigens, stehen jetzt auf der Flasche, ich habe mich nicht genauer jetzt belesen zu dem Whisky, steht jetzt nicht, keine Altersangabe, es stehen keine Fässer dort drin, es steht nicht, ob er Peated Grain enthält oder ob er in vorher mit Peated Whisky befüllten Fässern gelegen hat. Ich meine mich zu erinnern, dass mir irgendjemand erzählt hat, dass der in Ex-Laphroaig-Fässern gelegen hat. Was so ein bisschen meine Laphroaig-Assoziation jetzt gerade erklären würde. Ich kann mich ja dazu noch mal genauer belesen und euch das unten in die Kommentare, in die Infobox reinschreiben. Oh, eine Bachstelze. Genau, ich schreibe euch das einfach unten in die Infobox bei YouTube rein, falls ich da noch mehr zu herausgefunden haben sollte.
Also auf die zweite Nase jetzt hin, so nach dem ersten Schluck, kommt auch wird der Rauch dann, finde ich, sehr warm. Das habe ich auch oft bei Peated Whisky, dass der Rauch jetzt sehr in den Vordergrund kommt und so dieses Lagerfeuer-Holzmäßige einfach hat. So dieses warme Gefühl, was auch ein Lagerfeuer einfach vermittelt. Und auf den zweiten Schluck war jetzt schon viel mehr dabei, geschmacklich. Ich habe eine Süße wahrgenommen, die ist sehr, sehr weich. Die ist am Anfang habe ich so an Aprikose, Orange gedacht, so in die Richtung. Dann habe ich kurz so dunkle Weintrauben im Kopf gehabt. Die fand ich dann aber ein bisschen zu sauer. Und jetzt so im Abgang gleitet es eher in so eine Honignote über, so in die Richtung. Vielleicht könnt ihr euch da geschmacklich dann was drunter vorstellen. Es hat weiter dieses Phenolische, was irgendwie eine krude Mischung ist, so ein leicht Lagerfeuerrauch mit Honig und dann kommt so dieses so da mit dazu. Das ist irgendwie interessant, sagen wir mal so. Ich weiß gar nicht, ob man es hört, aber hinter mir sind mindestens 3 Angler unterwegs. Wenn ich mich daran erinnere, mein erstes Video, was ich an diesem See-Teich-Angelgelände gedreht habe, da war ich vollkommen allein. Da saß ich auch noch auf einem anderen Steg. Der war jetzt jedes Mal besetzt mit Anglern. Und es ist von Jahr zu Jahr voller geworden hier. Also ich darf meine Videos nicht mehr drehen. Das ist ein Geheimtipp, Leute. Nicht hierher kommen. Aber ihr seht, das Wetter ist heute leider auch grau. Das erste Mal war richtig schön Sonne und jetzt ist es halt grau. Guck mal, um mein Leben. Dann sieht er mich besser. Und ihr könnt den Whisky besser erkennen. Mit seiner echt geilen Farbe. Also in der Flasche ist er irgendwie gefühlt dunkler als im Glas. Was ich lustig finde. Ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann. Ja, so ein bisschen sieht man es, finde ich. In der Flasche ist er dunkler als im Glas. Ist auch von Flaschendesign her simpel gehalten. Es ist eine 07er Flasche. Sieht eher aus wie eine von diesen 05er Flaschen, aber es ist 07 drin. Ich muss sagen, dahingehend muss ich mal eine Lanze für die Tschechen brechen. Alkohol, gerade guter Whisky, ist bei denen eh immer günstig. Könnt ihr dort super kaufen. Habe ich, glaube ich, schon mehrmals empfohlen. Macht Spaß, bei denen Whisky zu kaufen. Und den hier Whisky macht auch Spaß. Ist vom Etikett her super simpel gehalten. Also ist weiß, so ein bisschen strukturiertes Papier. Der Hahn ist golden und das Peated ist halt auch golden geschrieben. Der Rest ist schwarz. Goldcock, weil goldener Hahn. Sehr simpel gehalten, finde ich aber auch sehr ansprechend oder angenehm. Also es muss nicht immer super krasse Flasche sein. Reicht auch manchmal, wenn man sagt, mein Produkt steht dafür und nicht das Etikett. Einmal noch und dann gebe ich meine Gesamtwertung bekannt. Am Anfang ist der super wie so crispy, schon fast so wie diese, ich weiß nicht, es gibt zum Beispiel bei diesem Kaktuseis diese Knusperperlen oben, wenn du die im Mund hast, dann macht so. So dieses Gefühl hatte ich jetzt so ganz leicht im Mund. Und dazu aber eine schöne, sanfte, runde, orangene Früchte, Note, so in die Richtung Aprikose tatsächlich. So leicht dieser Rauch, der oben mit drauf schwimmt. Und der wird mit jedem Schluck weniger phenolig. Der wird mit jedem Schluck sanfter, angenehmer, ein bisschen runder, smoother. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja doch, also ich wette, der hatte irgendwie Kontakt mit was Lafroigigen. Also entweder hat er Malt von denen oder hat das in einem Fass gelegen gehabt, getan. Also das ist, dieser Touch ist so unvergleichlich. Und wenn er einfach nur an Lafroig gedacht hat, als er den Whisky gemacht hat. Also dieser Touch ist trotzdem drin. Der liegt auch jetzt am Ende, ist so das, was bleibt von diesem ganzen Runden am Anfang.
ist einfach so diese phenolische Spitze am Ende geblieben. Alles in allem, ich habe jetzt gar keinen Preis im Kopf. Also mache ich kein Preis-Leistungs-Verhältnis-Bewertung, sondern einfach nur Leistungsbewertung. 7 Punkte. Ja, ich finde 7 Punkte ist immer so ein Urteil. Es ist ein guter Whisky. Er ist jetzt nicht top on the shelf, aber er schmeckt sehr gut. Er ist super. Ich finde, man merkt wenig Unterschied zum Single Malt aus Schottland. Das finde ich halt immer so toll an diesen ausländischen Whiskys, dass sie sehr ähnlich schmecken, dass sie inzwischen halt einfach so weit sind, das Wissen haben und sich angeeignet haben, die Erfahrung haben, dass es eben nicht mehr jegliche Plörre ist, die man nicht trinken kann. Ich habe ein weiteres Land auf meiner Whisky-Karte auskribbeln können. Ich müsste eigentlich mal gucken, aus welchen Ländern ich jetzt schon Whisky überall getrunken habe. Irgendwie bin ich von dieser Scotch-Schiene total in den internationalen Raum übergegangen, ohne das zu wollen. Die internationalen Whiskys haben mich gewählt. Und ja, alles in allem ein solider, guter Whisky für jemanden, der Peat mag. Jemand, der kein Peat mag, könnte hier eventuell seine Probleme mit haben. Gerade wenn man Lafroy überhaupt nicht ab kann, müsst ihr probieren, ob es euch gefällt. Ne? Also ich bin ja kein Mensch, der sagt, nein, das ist überhaupt nichts für dich. Probier es und entscheide dann, ob es dir schmeckt. Ich kann aber sagen, wer Lafroig von vornherein nicht leiden kann, könnte hier eventuell nicht auf seine Kosten kommen. Alle, die Lafroig lieben, sage ich, das ist ein heißer Tipp. Probiert den auf jeden Fall, wenn ihr mal was außerhalb von Schottland probieren wollt, was Exotisches aus einem nicht so für Whisky stehenden Land. Auf jeden Fall von mir empfohlen für euch. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Abend, Morgen, Mittag, wann auch immer. Landet.